Hollywood-Star wegen blödem Scherz 5 Jahre in den Knast, New York, USA, Schauspieler T.J. Miller muss wegen falschen Notrufs vor Gericht. New York, US-Schauspieler T.J. Miller, 36, muss sich wegen eines falschen Notrufs vor Gericht verantworten. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Connecticut am Dienstag mit. Sie wirft Miller vor, bei einer Zugfahrt von Washington nach New York vor einem Monat den Notruf gewählt zu haben, weil eine Frau eine Bombe in ihrer Tasche habe. Einsatzkräfte hielten den Zug daraufhin in Connecticut an und durchsuchten ihn, konnten aber nichts Verdächtiges finden. Der Komiker, der Erdpol, Silicon Valley, habe sich laut Anklage später in Widersprüche verwickelt. Er habe auf Zeugen während der Fahrt angetrunken gewirkt. Miller wurde am Montag an einem New Yorker Flughafen festgenommen und gegen eine Kaution freigelassen. Ihm droht laut Staatsanwaltschaft eine Gefängnisstrafe von bis zu 5 Jahren.